andere Menschen in den Entstehungsprozess von ihrem Schmuck zu integrieren. Das Potenzial wollte ich untersuchen. Also ich bin Goldschmiedin und ich bin mir gewohnt, wirklich so sehr geplant und kontrolliert zu arbeiten. Und ich habe versucht, mit dieser Arbeit und auch durch das, dass andere Leute dabei sind, einen Teil von dieser Kontrolle so ein bisschen loszulassen oder abzugeben. Weil ich das Gefühl habe, dass noch sehr viel passieren kann, wenn man nicht alles so eng in der Hand hat. Ich habe einfach nach Prozessen gesucht, wo ich Menschen integrieren kann. Also, dass ich nicht mehr ein zusätzliches Werkzeug im Spiel ist, sondern dass der Mensch selber das Werkzeug ist und eigentlich ein Teil der Handlung wird. So bin ich eigentlich so ein bisschen zum Essen gekommen, weil das ist etwas, was wir alle machen. Und dann halt zum Süßen und so zu den Glassen. An der Werkschau möchte ich das Prinzip testen. Die Leute können kommen und ich habe als Ausgangslage Rolling vorbereitet. Also, es ist ein Ring, wo eigentlich eine ganz kleine Schale drauf oben ist. Und auf diese Schale kommt eine Kugel Glasse. Und dann übergebe ich den den Leuten, die kommen. Und sie können die Glasse essen und eigentlich mit ihrem Maul die Glasse und ihren Ring formen. Und dann tue ich echt den Moment im Wachsbad abformen. Und so entsteht dann ein Wachsmodell, das ich nachher weiterverarbeite in Metall. Ich habe XS-Schmuck studieren, weil ich in dieser kleinen Goldschmiedewelt daheim bin. Es ist sehr genau definiert, was das Schmuck ist, wie der Schmuck funktioniert und wie das technisch ausgeführt wird. Und ich habe anfangs das Studium, oder dann, als ich mich beworben habe, bin ich einfach sicher gewesen, dass es noch mehr gibt, dass Schmuck eigentlich viel grösser ist als die relativ kleine Goldschmiedewelt.